Unterricht. Wir machen jetzt einen Ausflug in einen Dessous-Laden, wo es vor Erotik nur so richtig knistert. So. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, der Herr. So, ja, Sie wollt fragen, ich bin schon richtig da herin. Ja, kommt drauf her, was Sie möchtet. Ja, ich wollte eine Kleinigkeit. So, eine Kleinigkeit? Ja, für eine Frau. Ach, was Sie jetzt sagen. Ja. Sie bei uns dahin, gucken Sie, ist alles für Frauen. Ah ja, gut. Und zwar nur für Frauen. Jetzt guck mal, ausschließlich für Frauen. Aua, jetzt guck, das ist doch eine Sache, ja. Also, wenn ich mich so umguck da herin, wissen Sie was, dann haben Sie sogar recht, ja. Ja, wie möchten Sie bloß gucken oder auch was kaufen? Also, zuerst würde ich mal gucken und wenn mir dann eventuell vielleicht etwas gefällt, noch würde ich eventuell vielleicht schon auch noch etwas kaufen. Ach, das wissen Sie noch gar nicht. Wie, was weiß ich gar nicht? Ob Sie was kaufen möchten. Also wenn mir eventuell vielleicht etwas gefällt, noch würde ich am Schluss eventuell vielleicht schon noch etwas kaufen. Sieh gut, mal passt auf, wir schließen jetzt gleich mal. Ah, so sieht es aus, ja. Also, was darf ich Ihnen zeigen, was haben Sie denkt? Ja, wissen Sie, es ist für eine Frau, also für meine Frau halt. Nein, das weiß ich nicht. Ach, das habe ich Ihnen gar nicht gesagt, guck. Ja. Nein, dass sie für ihren Bruder nichts kaufen, ist mir schon klar. Oder sind Sie auch so ein super modernes Mannsbild, wo Frauen Sachen für Männer kaufen? Ich? Wieso für meinen Bruder? Ich habe gar keinen Bruder. Also. Sie nochmal. Ja. Wir haben nichts für Brüder, Freunde oder sonstige Mannsbilder. Ja, ja, Wir sind ein Dessous-Geschäft. Jetzt guck mal, ja. Mit Spitzenprodukten, ganz besonders aus Frankreich. Oh, wow, jetzt lass mich gau. Für Frauen. Oh, lass mich gau, ja. Feminin. Weiblich. Aha. Erotisch. Oh, boah! Was sagen Sie erotisch? Und ich denke, Sie haben Unterwäsche für Frauen in alle Größen. Ja, das sowieso. Gut. Also, an was haben Sie denn gedacht? Ja, wissen Sie, es ist so, meine Frau hat Hochzeitstag. Ach, was? Ja. Also, das heißt, also, wir haben beide Hochzeitstag. Wir sind praktisch beide gleich lang verheiratet, ja. Ja. Sagen Sie bloß auch noch miteinander. Ja, klar, logisch, ja. Ja, und? Ja, na, hau ich denkt, ich schenke meiner Frau zum Hochzeitstag ein spezielles, also, Wäschestück gewissermaßen als Überraschung, ja. Ah, jetzt ist mir alles klar. Was ist Ihnen alles klar? Gut, mal, wie lange sind Sie denn schon verheiratet? Ja, schon ziemlich lang, schon über 30 Jahre. Warum ist das wichtig? Ja, freilich. Jetzt guck mal. Wisst ihr, je länger, dass man verheiratet ist, umso kleiner müssen die Wäschestücke ausfallen. Hast du das auch gewusst, gell? Der schüttelt auch nur. Jetzt ist gut, dass du da bist, ja. Also, der Herr hat auch Interesse, ja, der hat auch, ja. Ja. Also, an was haben Sie denn gedacht? Ich habe gedacht an so ein klassisches Teil, was halt jede Frau so braucht, so für... Für so, so? Ja, für so für oberum, also... Das ist der Schwabisch halt nervös in so einem Laden drin. Also, was so eine Frau braucht für oberum, dass ihre... Also, dass... in Form bleibt oder besser, dass sie ihre Formen in Form bleiben. Ach, Sie möchten den Büstehalter für Ihre Frau? Ja, genau, ja. Ja, und dann was haben Sie da denkt? Ja, so ein normaler halt. Guter Mann, es gibt doch hunderterlei von Büstehalter. Aber jetzt guck mal. Ja, freilich. Es gibt große, kleine, praktische zum Kinderstillen, praktische für Männerhände. Aber auch. Ja, und dann gibt es noch Büstehalter fürs Büro, für den Abend und für die Nacht. Neu, ja, aber. Und dann gibt es noch Büstehalter zum Kinderstillen. Aber auch. Ja, und für den Ehemann, für den Geliebten, für den Nachbarn. Der schüttelt halt schon wieder den Kopf.
Du bist mal ein sauberer Hilfe heute Abend. Ja, also dann, also ja, und dann gibt es noch Büstenhalter für Pullis drüber, aber, oder Bluse, oder, mit Träger, über Kreuzträger, ganz ohne Träger, wie sie das möchten. Wisst ihr, ich sag immer, kaufst du einen Büstenhalter, dann hast du was fürs Alter. Kaufst du einen für den Alten, dann kannst du den Alten auch behalten. Ja, du lieber Gott. Ja, der hilft Ihnen jetzt auch nicht. Also, ja. Also, jetzt fangen wir ganz vorne an. Was hätten Sie denn gern für eine Farbe? Ja, gell, weiß wäre ja klassisch, ja? Ja, ja. Aber halt, es muss gar nicht unbedingt klassisch sein. Es soll einfach für diese gewissen Situationen, wenn man abends so zu zwei der Leute heim ist, also, und dann kommt ja vielleicht, also, gegen später dieser, also, der... Ja, und für diesen Moment, da suche ich dementsprechende Farbe, ja. Ja, aber gut, schauen Sie, wie viele Farben das es gibt. Ach, auch, gibt's ja, auch. Ja, freilich, es gibt rote, blaue, grüne, orange, mintgrün. Aber, ja, mit Tupfer, mit Streifen, mit Rüschle, alles, was Sie möchten. Aber, jetzt gucken wir, ja, noch meinen Sie, ein roter wäre zu auffallend. Springt Ihre Frau mit dem Ding auf der Straße rum? No, ich glaube nicht, oder hast du schon mal springen sehen? Also rot, bleiben wir bei rot. Wissen Sie, schwarz wäre mir persönlich lieber, aber halt, lassen Sie es hängen. Meine Frau sagt, rot wäre für sie insgesamt passender, weil sie hat schon rote Ohrringe und noch wäre das Rot im Gesamten passender. Also das würde auch gut zu Ihrem Pullunder passen. Ja. Also rot. Rot, ja. Gut. Ja. Was hat denn Ihre Frau für eine BH-Größe? Wie meinen Sie das mit der BH-Größe? Also, ja, ich mein die Cup-Größe. Wie Cup-Größe? Also. Das so, ist jetzt, die Cup. Oh, was hat die für eine Größe? Hat die, was hat die, du siehst sie doch öfters. Also, was hat die? Also, ich kann sie sagen, die hat eh. So wie es hier, plus kleiner. Ja. Gut, aber Sie müssen doch die BH-Größe von Ihrer Frau wissen. Nein, ich weiß nicht. Ich habe sie auch gefragt. Es soll ja eine Überraschung werden zum Hochzeitstag. Ja, aber Sie müssen doch irgendeine Größe wissen. Ja, was gibt's da? Was? 80B, 90C. Boah, wissen Sie, 80, 90 mit Zahlen hau ich's gar nicht so. Aber... Und die Größe von meiner Frau ist auch eher ein bisschen kleiner. Also so eher handgroß. Nein, das ist zu viel. Apfelgroß. Nein, das ist auch zu viel. Also wenn ich es genau überlege, eher wie so ein kleiner Kürbis vielleicht. Also... Oh. Kürbis, die Richtung, ja. Ja gut, dann weiß es vielleicht. Ach gut, ja. Gut, das ist gut, wenn Sie es wissen. Für welchen Zweck soll denn der Büstenhalter sein? Wie meinen Sie das mit dem Zweck? Welchen Zweck? Ja, er soll ein bisschen Stimmung machen. Was soll der tun? Er soll ein bisschen Stimmung machen. Ja, dann kaufen Sie sich doch eine Spieluhr. Mein. Wie hab ich das jetzt? Nein, er soll ein bisschen. Guck, ich weiß, was ich meine. Ich weiß genau. Wenn man abends selber, wie gesagt, zu zwei der Leute heim ist, ja. Draußen wird es dunkler, innen gedämpftes Licht, draußen wird es immer noch dunkler und innen noch gedämpft und dann kommt eben dieser. Sie wissen doch, was ich meine. Nein, das weiß ich jeder. Also bitte. Ich verkaufe da einen Büstenhalter und keine Stimmungsmacher für lang verheiratete Ehemänner. Also bitte. Also, wenn Sie jetzt nicht wissen, was Sie möchten, kommen Sie daher. Da ist mein Telefon hier. Ah, zu Ihnen rum, jawohl. Ja, genau, jetzt rufen Sie Ihre Frau an und fragen Sie nach der Größe. Aber flott. Kann ich machen. Also ich habe kein Problem, aber auf Ihre Verantwortung. Ich rufe daheim, kein Problem, weil ich habe schon ganz arg oft, also alle daheim angerufen. Schon. Gar kein Thema. Sie sind schuld. Wissen Sie meine Nummer? Ich,
Ja, weißt du, ich habe so eine Segelblätternummer, da muss ich mir immer so Eselsbrücke. Ah, jetzt hau es, genau. 8 minus 2 ist 6. Plus 2 ist 8. 8, 6, 8, ja. Das war alles. Ja, ich kann mir die Nummer bloß von Händen rein, morgen. Ja, jetzt, ja, du, ja, ich weiß, ja, ich weiß, ja. Du, pass mal, ja, pass, was ich, jetzt lass doch mich schwätzen, ich hab doch hergerufen, ja. Du, pass auf, was ich dich fragen wollte. Was hast denn du für eine BH-Größe? Na, ich weiß jetzt, sonst steht ja bei Gott, nein, ich weiß es, wie nach 30 Jahren, ob man das wissen. Nein, ich weiß es aber, also nicht der, der es sauer hat, gesagt. Also bitte, nein, ich will halt, ich soll sie halt wissen. Nein, ich soll sie wissen. So, ich soll sie halt wissen. Nein, bei Gott, ich weiß es nicht, drum, ich darf doch sonst nicht anrufen. Jetzt bei Gott, du musst mir doch deine Größe. Jeder Frau dahinter hat irgendeine Größe. Bei Gott, du musst doch. Was gibt's alles? 80, 90? Du musst doch wissen, hast 80, 90, 100, 110, 120. Was gibt's noch? ABC. Ja, du hast A, B, C, D, E, F, G. Irgendein. Bei Gott, du musst doch. Jetzt, ich will doch. Ich brauch nur die Größe. Jetzt bei Gott, jetzt sag mir doch. Nein, was? Halt. Nicht in diesem Ton. Nein, so nicht. Wie, deine Größe. Nein, will ich nicht mehr wissen, wenn man so mit einem schwätzt. Brauche ich nicht mehr. Nein, wie bis heute Abend. Das weiß ich noch nicht, ob ich heute Abend heimkomme, wenn man so mit einem schwätzt. Ja, das kann sein, das wird übermorgen. Ja, das kann gut sein. Ja, ja. Ja, nein, brauche ich nicht mehr. Ja, so mal, genau, also. Ja, gute Nacht, du miau. Ja, wissen Sie jetzt die Größe von Ihrer Frau? Jetzt kaufe ich meinem Weib nichts mehr für den Leib. Jetzt kaufe ich ihr was fürs Küchenregal, weil da ist Größe scheißegal. Also. Die zwei Unverkennbaren von der Schwäbischen Alb, meine Damen und Herren, Hillus Herztropfen, Hillu Stoll und Franz Auber von den Lachertrappern aus Darmstadt. Und jetzt wollen wir den Narrenruf bis nach Justingen hören können. Auf ein dreifach kräftiges Herztropfen. Hello, Darmstadt. Hello, Justinger, hello! Dankeschön, kommt gut auf die Alp wieder noch.